Zu einer Ausbildung zum Arbeitspädagogen gehört mehr als Berufsschulsitzung und Wissen über Arbeitsabläufe, nämlich auch Kreativität zu schulen. Das trainierten 43 angehende Pädagogen aus ganz Deutschland in der jährlichen Kreativwoche des Berufsförderwerks Weser-Ems in Burgholzberg. 4 verschiedene Künstler aus der Region hatte das Werk ins Boot geholt, sodass die Teilnehmer 7 Tage lang in Gruppen Trommeln, Malen, Improvisationstheater und Musik für sich neu entdecken konnten. Das Ergebnis ihrer kreativen Woche zeigten sie jetzt bei einer Abschlusspräsentation.